Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 3.5.2022? Und unser DAX, der hat hier mal auf dem Kopf getanzt. Also anders, wie die meisten das erwartet haben. Oder vielleicht auch einigen auf dem Kopf herumgetanzt. Wenn wir mal überlegen, was wir für den Tag so geplant hatten, hat man gesagt, man solle nicht zu sicher sein mit diesem roten Abschlusskerzer. Der DAX hat sowas recht oft immer wieder ausgeglichen, dann am Folgetag immer wieder rausgenommen. Deswegen hat man gesagt, wenn er oberhalb von 900 nach oben treibt, solle das erstmal, ja, soll er erstmal Rücklaufpotenzial haben bis hier in die 1440 rein, 1400. Ich glaube, so hat man es gesagt. Und wenn er dann drüber kommt, kann er auch wieder an den Kanal und Entschuldigung, und eben auch oben raus. So, dann ist er reingekommen, auch sogar gar nicht mal so schlecht, ne? Ist reingekommen, hat sich hochgearbeitet, exakt so wie angesprochen, auch in die 1440 rein. Und dann kam so kurz vor, nee, wartet mal, 1440 war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dran, das kam später nochmal. Aber dann kurz vor 10 Uhr hat es bei der Citigroup wo irgendwie ein Systemaussetzer gegeben oder einen Händler, der da irgendwie freigedreht hat oder was. Also zumindest haben die einen Zeigefinger gehoben und gesagt, ja, wir waren's. sorry, kommt nicht wieder vor. Die müssen irgendwelche Orders falsch durchgehauen haben, sodass es hier so einen riesen Spike nach unten gab. 3 Minuten, 250 Punkte einfach mal nach unten durchgedrückt im DAX. Und das wurde dann eben auch wieder rausgenommen halt. Ne? So, und dann ist der Markt hier einfach so zur Seite rumgeeiert und eigentlich gar nicht mehr klargekommen. Hat die ganze Zeit versucht so eine Range zu halten, war dann oben nochmal an der 1440 gewesen, hat sich unten nochmal abgestoßen, hat auch zum Abend nochmal versucht unten anzureißen, diesmal aber nicht diesen schwachen Schluss gesetzt. Also dann wirklich genau da unten an der Stelle, wo es hätte beschleunigen können, hat er wirklich die Beine in die Hand genommen und sich nochmal umgedreht. Und damit müsste die Tageskerze grün sein. Ja, wir können nochmal reingucken. Und das ist wieder das, wo ich sage, das hätte man zum Freitag jetzt nicht unbedingt so erwartet, ne? Dass da jetzt eine grüne Tageskerze kommt, so wie der DAX da nach unten abgeraucht ist. Und ja, die grüne Tageskerze an sich hat wenig Signalcharakter. Sie befindet sich im Bi vom Bild her in einer Abfolge aus Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, Grün gefühlt, also ja, aus einer korrektiven Bewegung heraus. Das heißt, wir haben hier weder jetzt ein markantes Hoch noch ein markantes Tief unterboten. Wir sind einfach hier irgendwie mitten in dem Geschwurbel der letzten Stunden, Tage, Wochen gelaufen. Das heißt, Tageschart eher uninteressant für uns, brauchen wir nicht dran gucken. Und hier können wir schon sagen, das ist mal so im erweiterten Bild, ist es noch legitim. Also wenn ich das jetzt mal so setze, es ging ja nur um die Bewegung. Es ging ja wirklich nur darum, hier oben einmal die Stops rauszunehmen. Es ging darum, hier oben einmal die Stops rauszuholen. Dann sich wieder runter zu wursteln und oben rauszusteigen. Und das hat er getan. Ne? Also das hat er wirklich getan. Ist jetzt hier oben drüber, auch wenn er nicht am Trend drin war, das ist vollkommen egal. Hat sich zurückgeschoben, stabilisiert sich jetzt. Was ich sagen will ist, wenn er da noch rauskommt, das ist noch legitim. Dass die Route, die ist noch nicht gebrochen, weil er letztendlich hier unten auch noch nicht die Tiefs rausgenommen hat. Das ist nicht optimal, auch er ist ein bisschen zu tief, er hat jetzt, ist hier aus dem Aufwärtstrend rausgebrochen. Aber wenn er das jetzt aufgedreht kriegt, der kann durchaus hier nochmal in die 200 reingehen. Und eben auch sogar ein Stückchen weiter. Also da sollte man schon aufpassen, wenn er zum Dienstag nach oben weiterarbeitet und treibt. Aber was ich zum Dienstag nicht sehen will, ist, dass er aus dem Bollinger Band jetzt hier unten rausfällt und unter der 13.800 verschwindet. Weil unter der 13.800, der wird nicht drum rumkommen, da ein neues Tief zu setzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, unter 800 macht er dann zuerst das Gap bei der 47 zu. Und dann macht er das Gap bei der 45 zu und gegebenenfalls auch gleich noch einen Drop weiter zur Richtung 445. Und da würde ich ja mal ein bisschen aufpassen und deswegen schon sagen, also unter 800 sollte man im DAX Risiko unterhalb einplanen. Ne, zumindest mal genauer hingucken, ne, wie bewegt er sich dann. Wenn er von 800 auch bloß grüne Kerzen nach oben schlägt, so wie er das jetzt hier am Abend gemacht hat, ne, an der Verkaufssignalstelle, dann ist ja auch fein. Ja, dann kann man vielleicht auch sogar noch handeln. Aber wenn der sich dort schwach gibt und keine Stärke zeigt, also dann darf man den da auch shorten. Na, das ist tatsächlich so. Und ansonsten würde ich ihm hier jetzt eher erstmal Erholungspotenzial zusprechen, wenn er sich über die 14.000 wieder weiter drüber schieben kann. Na, dass er dann nochmal hier in dem, in der, der muss noch nicht die Linie ausfahren hier, aber einfach mal so in dem Bereich hier sich ein bisschen austesten. Vielleicht auch sogar noch nicht mal eine 200, vielleicht einfach nur die 1,80 mal anspielen, aber dafür muss er halt auch über der 14.000 arbeiten. Zum Dienstag, sonst wird das nichts. Ja, also, sollte vermeiden unter 13.800, insbesondere Nachmittag, Dienstagnachmittag unter 13.800, ist schon fast eigentlich ein Short-Signal.
Ne, ich wollte jetzt sagen, ein sicheres Short-Signal. Eigentlich kann man es sogar so sagen, ne? Dienstagnachmittag unter 13.800 ist schon fast ein sicheres Short-Signal, aber muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? An der Börse ist nicht sicher, das wisst ihr, aber muss man hier nicht extra betonen. Und von daher kann ich euch gar nicht mehr mitteilen. Oberhalb von 14.000 bewegen wir uns hier wahrscheinlich in dieser, im Erholungsspielraum. Unten ist die 13.800 wichtig als Signalgeber. Wir haben hier das offene Gap. Wir haben bei 45 noch ein ordentliches Gap. Das sind zwei schöne Ziele. Und hier die 13.445. Und Punkt. Auf Tagesebene keine neue Signallage. Haben noch übergeordnet ein bisschen Abwärtstrend. Sehen aber hier eine Stabilisierung mit Möglichkeit, nochmal einen verlängerten Ast nach oben rauszustellen. Punkt. Ende aus. Mehr kann ich euch nicht mitgeben. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag. Bis morgen. Ciao.